Verena, vor 1,5 Jahren das große Fotoshooting für den Playboy. Dann wurdest du auch noch Playmate des Jahres. Und jetzt machst du deinen eigenen Kalender. Wo willst du denn noch hin? Ja, mal schauen, was noch kommt, Rudi. Also ich lasse mich da eigentlich immer überraschen. Bisher kam auch immer eigentlich alles einfach so auf mich zu. Und ja, mal schauen, was noch kommt. Also im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Kalender zu machen? Eigentlich durch meine Fans. Also ich habe ja eine Playmate-Fanseite sozusagen. Und sehr erfolgreich. Ja, werden immer mehr, Gott sei Dank. Dachte schon, das schläft jetzt ein bisschen ein, weil ich jetzt nicht mehr aktuelles Playmate des Monats bin. Aber ja gut, eigentlich werden es tagtäglich echt mehr. Und da haben mir die Leute eben schon länger mal geschrieben, ja, gibt es mal irgendwie was, gibt es einen Kalender von dir, ein Poster, irgendwas. Und ja, dann habe ich eben die Wahl gewonnen, wie du schon erzählt hast. Und dann dachte ich mir, ist das eigentlich so eine, weil mir dann immer mehr Leute geschrieben haben, ob ich mal einen Kalender machen würde, dann dachte ich mir, ist das eine, ja, vielleicht eine ganz schöne Art, Danke zu sagen und auch zu sagen, ja, jetzt mache ich es. Und jetzt kurz vor Weihnachten ist eh passend. Genau. Aber in diesem Kalender hast du gesagt, ich möchte jetzt einen Imagewandel ein bisschen durchführen. Also weg von diesen ganzen Nackedei-Fotos, sondern jetzt ein bisschen erotisch, aber mit, ja, mit Reizwäsche, kann man sagen. Genau, also es ist im Prinzip ein reiner Lingerie-Kalender. Und ja, es war schon bewusst auch so gemacht, weil, ja, was heißt Imagewechsel? Es war halt für mich so, dass ich schon immer gesagt habe, also die Aktfotos sind echt eine Ausnahme für den Playboy, weil ich einfach finde, dass in dem Bereich das ja, hochwertigste Magazin ist. Und da war es quasi die Ausnahme, dass ich es für den mal mache. Aber ansonsten ja, war das ja eher Neuland für mich. Und jetzt komme ich quasi wieder zurück zu den Dessous-Fotos. Und gerade bei Kalendern habe ich gemerkt, dass das auch so ein bisschen eine Nische, könnte man schon fast sagen, weil ich habe mir den Markt davor ein wenig angeschaut. Und es gibt diese, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich diese, gibt es schon so Frauenkalender? Frauenkalender kenne ich nicht. Na, niemals. Mit, also diese typischen Schwarz-Weiß-Aktkalender. Und so Dessous-Kalender gibt es irgendwie fast keine. Und dann noch in Farbe. Also da habe ich nicht wirklich was in den Buchländern entdeckt. Dann dachte ich mir, ja, passt das ganz gut. Ist es vielleicht so, dass man sagt, man möchte weg von diesem Image, von diesem Playboy-Image, so blond, in dem Fall jetzt dunkelhaarig und ja, einfach oberflächlich? Ja, also ich muss da die Leute... Dass du ja überhaupt, ich muss mal ganz klar sagen, also Verena, du bist überhaupt nicht oberflächlich, ja, studierst ja auch, also das ist ja genau wichtig. Aber nee, das stimmt schon, was du sagst, also es gibt tatsächlich trotzdem viele Menschen, die das so im Kopf haben, einfach so ein gewisses Vorurteil ein bisschen. Ja, das sind ja nur welche, die können dann vor der Kamera schön ausschauen, aber ansonsten haben sie nicht viel im Kopf. Und ja, ich merke da auch. Aber solche gibt es bestimmt, Kolleginnen, oder? Super Kolleginnen, nur super Kolleginnen. Sehr diplomatische Antwort. Nee, ich kenne ja auch nicht alle. Also, und klar, jeder ist unterschiedlich, aber es gibt ganz viele Mädels von Playboy, die wirklich studiert haben oder gerade dabei sind und die echt was im Kopf haben und die bestimmt nicht irgendwie das Dummchen jetzt von nebenan sind. Und da sind die Leute auch oft überrascht dann. Also. Ja. Man spielt dann wahrscheinlich in diesem Business ein bisschen mit, oder? Ja, klar, Klischees sind schon überall ein bisschen gefragt, aber ja, der Playboy legt da auch Wert drauf, dass die Mädels trotzdem also, ja, auch sowas drauf haben. Mhm. Und jetzt war das eine Eigenproduktion, der Kalender. War das dann etwas anders jetzt zu shooten für den Playboy und jetzt für den eigenen Kalender? Ist man vielleicht da kritischer oder ist man da so, dass man sagt, ja, schade. Also kritisch bin ich eigentlich immer, war ich auch bei meinen Playboy-Fotos, weil klar, das war was ganz Aufregendes für mich und ich wollte natürlich auch, dass das perfekt wird. Also ich bin immer sehr selbstkritisch und halt ein bisschen perfektionistisch, was das angeht. Und klar, jetzt auch bei dem Kalender war es mir ganz wichtig, dass mir die Fotos auch wirklich gefallen, dass ich hinter meinem Produkt stehen kann. Und ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich bei mir immer so. Was ist dein Lieblingsfoto? Im Monat August ist mein Lieblingsfoto. Genau. Und erzähl mal ein bisschen, was war da die Schwierigkeit beim Shooten? Also erstens ist es mein Lieblingsfoto, weil ich da eine sehr schöne, wie ich finde, sehr schöne Unterwäsche anhabe. Die hat mir ganz besonders gut gefallen. Das ist so eine rote, sehr edle Unterwäsche. Und ja, ich habe es ja mit zwei Profifotografen aus Köln, den Kalender gemacht. Und da haben wir in so einer Villa, Mietvilla fotografiert, in Wuppertal. Und da gab es so einen schönen Wintergarten. Und ich habe mir gleich gedacht, das passt irgendwie gut zusammen. Und die Fotografen meinten erst so, naja, im Wintergarten. Und ich so, doch, ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann haben sie sich doch darauf eingelassen, da ein Set zu machen. Und ich mag das Foto auch, weil es einfach so ein bisschen verträumt ist und, wie ich finde, halt recht edel. Und ja, das ist mal eine andere Seite auch. Mhm. Jetzt hast du aber zugleich noch ein anderes Fotoshooting hinter dir, und zwar für Peter. Genau. Woher kommt das Engagement? Im Prinzip auch durch den Playboy.
mit draufgekommen, weil die Playmate des Jahres bekommen oft, werden oft von Peter dann angeschrieben, ob sie Interesse haben an sowas. Und ja, ich mag Tiere eh total gern und auch Tierschutz ist was, was mir am Herzen liegt. Deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, dass ich das machen darf. Also da habe ich mich richtig drauf gefreut, auf diese Anfrage eben. Mhm. Und die prüfen das dann auch wirklich, ob man sich damit identifizieren kann und sagen auch, es ist überhaupt kein Muss und man soll sich das auch wirklich gut überlegen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf meiner Facebook-Seite wurde es ja auch relativ kontrovers trotzdem diskutiert. Peter ist ja bekannt für manch kontroverse Fotos genau, und Aktionen. War das am Anfang ein Ding, was du gesagt hast, ja, das muss ich mir jetzt überlegen, ob ich dieses Shooting mache, weil es gibt bestimmt Angebote, die du bekommst, wo du sagst, nee, vielen Dank, könntest du jemand anders fragen. Ja, die gibt es auf jeden Fall, aber in dem Fall gerade, weil es die Kampagne, es war eben die Kampagne für Wildtierverbot in Zirkussen und das ist was, wo ich mich wirklich, also wo ich wirklich gut finde und wo ich gleich eigentlich gesagt habe, da stehe ich dahinter. Deswegen in dem Fall musste ich jetzt eigentlich nicht großartig überlegen. Ich habe mir die ganzen Infos natürlich detailliert durchgelesen und habe dann aber gleich entschieden, das ist was, was ich auf jeden Fall gut auch vertreten kann. Ich meine, die haben ja mehrere Kampagnen. Es gibt ja auch die Go Veggie, also vegan Kampagnen. Mhm. Und da ich jetzt selber nicht Veganerin bin im Moment, hätte ich da jetzt eher dann gesagt, weiß ich nicht, ob ich da die richtige Werbeträgerin dafür bin. Aber so war es auf jeden Fall was ich... Bist du hintergestanden quasi. Genau. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt bei der Miss Regensburg-Wahl. Kann sich daran genau. erinnern? Ja, noch dunkel. Ist es, was sagst du, ja, das ist ein Kapitel, ja, das habe ich jetzt gemacht? Oder denkst du, oh, mein Gott, das hätte jetzt nicht jeden Schmarrn mitmachen müssen? Ach nee, ich bin eigentlich generell so ein Mensch, der gern Sachen ausprobiert, weil ich denke mir immer, wenn du Sachen nicht versuchst, dann weißt du auch nicht, wie es war und dann bereust du es auch vielleicht später, deswegen, also ich finde es jetzt schon ein bisschen lustig im Nachhinein, habe ja auch gar nichts erreicht, muss ich sagen, bei der Miss Regensburg-Wahl, aber es war trotzdem einfach eine schöne Erfahrung und habe auch tolle Leute und weitere Kontakte dadurch geknüpft, mhm. Also habe ja auch dich kennengelernt zum Beispiel. Stimmt. Genau, also bereuen tue ich es nicht. Verena, jetzt bist du eigentlich schon vergeben, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ist es vielleicht, dass manche überrascht sind? Dass ich vergeben bin. Ja, nein, ich meine, du bist jetzt verlobt und du sagst, ja, du bist jetzt eigentlich relativ jung und manche denken, ja, ich möchte jetzt erst durch die ganze Welt chatten, aber... Ja, vielleicht sind die überrascht, aber ich bin halt trotzdem auch ein bodenständiger Mensch. Also und deswegen, für mich ist es halt nichts Ungewöhnliches. Also ich bin auch eben, ich bin zwar verlobt, aber ja noch nicht verheiratet, habe auch noch ein bisschen Zeit in der Beziehung, aber also ich bin halt jemand, dem auch Familie und sowas einfach wichtig ist. Mhm. Und generell halt das Ganze drumherum. Also ich bin schon eher ein Pärchenmensch auch. Diskutiert man dann im Team, welche Fotos und welche Shooting man macht und welche nicht? Für den Kalender jetzt? Mhm. Oder allgemein jetzt gesprochen, wenn jetzt Termine reinkommen, Anfragen? Ja. Fragst du einen Verlobten, du ja, Schatz, darf ich das machen? Nee, so nicht. Also aber, weil ich ja selber weiß, was ich machen möchte und was nicht. Aber klar, also ich erzähle immer alles. Und im Prinzip war das eh noch nie ein Thema, weil der halt bei allen hinter mir steht, deswegen... Was hast du so Wünsche so für die Zukunft gesehen, Was sagst du, das möchte ich gerne noch machen? Also ich würde gerne vielleicht mal was im Fernsehen machen. Da bist du bei uns genau richtig. Genau, also wenn ihr mal jemanden braucht. Ne? Also ich würde gerne mal so im Bereich Moderation reinschnuppern. Das wäre was, was mich wahnsinnig interessieren würde. Und auch, ja, ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber ich würde auch gerne mal Schauspiel ausprobieren. Habe ich schon, als ich auf der Schule noch war, als kleines Mädchen schon immer gern gemacht, also so ein Schauspielkurs an der Schule. Und das sind so Sachen, wo ich sage, könnte ich mir gut vorstellen, mal auszuprobieren. Und ansonsten bin ich aber recht zufrieden, wie alles läuft. Ich bin jetzt gestern spätabends erst zurückgekommen von einem tollen Shooting für eine Sportmarke. Das ist auch was ich mir in Zukunft öfter wünsche, solche Sachen, weil da bin ich jetzt quasi das neue weibliche Gesicht für die Herbst-Winter-Kollektion im nächsten Jahr. Und das ist halt auch, was du mit Imagewechsel gemeint hast, das ist was mir liegt. Also ich mache ja gern Sport und sowas kann durch öfter kommen. Mhm. Jetzt hast du ja die Playboy-Fotos gemacht, jetzt machst du ja deinen Kalender mit erotischen Dessous. Wie kann man deinem Freund oder wie überrascht deinem Verlobten überhaupt noch? Geht es denn? Und es ist ein Geheimrezept, was du verraten möchtest. Genau, das wird nicht verraten. Alles klar. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten. Mhm. Schon Weihnachtsgeschenke etc. schon umgeschaut? Vor dem Kalender. Also. Kriegt dann jede die Familie quasi einen Kalender? Also ja, die wollten tatsächlich alle einen und haben auch schon einen. Und es gibt schon noch andere Geschenke auch. Aber ja, die haben sich alle recht gefreut. Und
Ja, und jetzt ist es auch eben so, mit dem Kalender gibt es demnächst auch Eine Signierstunde? eine ganz coole Aktion, wie ich finde, eine Signierstunde beim Hugendubel in den Arkaden am 29. November. Und es ist halt so, dass ich mitbekommen habe, vielen Leuten ist einfach eine persönliche Widmung wichtig auf dem Kalender. Und darum habe ich gesagt, da komme ich mal eine Stunde vorbei und jeder kann wirklich kommen und mir sagen, was ich draufschreiben soll. Ein paar Selfies machen wahrscheinlich. Vielleicht auch noch, ja, genau. Dann klappt das Ganze. Ich Genau. würde sagen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke Ich schön für sage das. danke und viel Spaß mit deinem Kalender, dass viel verkauft wird. Ja, danke schön. Danke. Okay.